Herren, Leute, ich heiße euch willkommen zurück zu einem neuen Part von Bloodstone Defense 5. Im letzten Part haben wir eine Daily Challenge gemacht und heute machen wir. Was wir machen? Wir machen eine zufällige Mission. Denn ich möchte zufällige Missionen machen. Was haben wir hier? Ein kleiner Schritt für. Nächste Mission. Wir hatten die Map schon so oft in letzter Zeit. Gut, ein Kumpels, Ninjas, Freibeuter und Lehrlinge. Ach du Scheiße, ich hasse diese Map. Auf der hatte ich schon so viele Herausforderungen und. Oh, wir starten in Runde 30. Ich glaube, die hatte ich sogar schon mal. Okay. Hier muss ich mich ein bisschen zusammenreißen. Denn hier neige ich gerne dazu, zu verkacken. So, 6400 haben wir. Was wollen wir hier am besten machen? Ich denke, U-Boote wären vielleicht... Wisst ihr was? U-Boote sind keine komplett verkehrte Sache. Wir holen uns ein paar U-Boote. Einfach, weil sie durch die gesamte Map schießen können. Das hat uns in der letzten Mission auch schon ungemein weitergeholfen. So, und dann holen wir uns... Wir holen uns einfach mal hier einen Glue-Gunner. Und hier holen wir uns noch einen Glue-Gunner. Und dann, dann muss ich überlegen, wie ich weitermache. Oh, fantastisch. Oh, fantastisch. Natürlich geht's los mit Bleiblunz, okay. Neue Taktik. Das ist gerade eben nicht so gut geklappt. Aber ich bleibe bei den U-Booten. Denn mit ihrer unendlichen Range und dem ganzen Shit sind sie gut gegen die Masse an Gegnern. Dann könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. So, und dann... Was will ich denn am besten gegen... Was? Ich bleib dabei. Der Glugander ist ein guter Typ. Wir machen nur das hier. Damit er auch was... Ah, wir können nur eine Upgrade-Stufe machen, oder? Das ist bitter. Nee, können wir nicht. Ich habe keine Ahnung. Kann aber auch sein, dass bei der Challenge... Sag mal, was habe ich da für ein Upgrade geholt? Saugt sich durch alle Blunzschichten. Okay, hat sich erledigt. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass das Upgrade, was ich da geholt habe, dass das den Einheiten Schaden zufügt. Okay, machen wir das Ganze nochmal. Warum habe ich mir die Missionsbeschreibung eigentlich nicht durchgelesen? Ich glaube aber, dass man da bei allen Einheiten nur die erste Stufe upgraden darf, kann. Außer bei den U-Booten aus irgendwelchen Gründen. Weil die so neu sind, glaube ich. Ich meine, da gab es so einen Schrott. Okay, dann holen wir uns eine Kanone. Bam. Bam. Die ist da gut platziert. Das war clever. Schauen, ob es klappt. Mal schauen, ob es klappt. Ja, sieht soweit gut aus. Okay. Gefällt mir. Bis auf einmal die anderen Einheiten kamen. Dann hat es mir nicht so gut gefallen. So, komm. Stärksten wieder. Denn wir brauchen definitiv... Oh, fuck, wenn Carbo-Bloods kommen, habe ich gar nichts dagegen. Wie wäre es da mit dem geschmeidigen Ninja-Affen? Ich habe gehört, geschmeidige Ninja-Affen sind immer eine gute Sache. So, suchende Shuriken. Nee, die können auch mehrere Upgrades machen. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, was das für eine Mission ist hier. Ist mir auch egal. Wir werden sie einfach versuchen abzuschließen. Ich meine, sollte auch kein Problem sein. Okay. Das könnte ein Problem sein. Aber hey, wir schauen mal einen guten Ninja am Start. Und ein guter Ninja ist ein guter Anfang. Denn der Ninja bedeutet auch, dass die Kollegen hier Carbo-Bloods angreifen können. Und das könnte uns enorm weiterhelfen. So, bei den U-Booten würde ich ja fast sagen, wir haben keinen Platz mehr für... Komm schon. Hier ist noch Platz. Da. Wir nehmen uns nochmal so eins. Dass er einfach überall angreifen kann, denn die scheinen mir nicht komplett verkehrt zu sein. Das sind gute U-Boote. Ich kann man nicht viel gegen sagen. Deswegen möchte ich davon auch mehrere haben. Bam. Okay. Wunderschön. So, was wollen wir uns als nächstes für Einheiten holen? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Wisst ihr? Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Was soll ich mit dem Schwachsinn? Weißt du was? Du bist raus. Ist ja Bullshit. Habt ihr das gesehen? Was soll denn das? Glaubt ihr, der Häcksler kann... Häcksler. Ja, der Häcksler kann Hardcore werden. Finde ich gut. Denn wenn der Häcksler Hardcore ist, dann können wir damit einiges anfangen. Und ich habe ihn nicht gerade clever positioniert da oben rechts. Das war nicht clever von mir. Das war absolut nicht clever. Aber gut. Versuchen wir ihn einfach möglichst schnell auf Moab-Killer zu bringen. Und dann hoffen wir, dass es irgendwie gut geht. Dann hoffen wir, dass der Moab-Arsch da oben rechts rauskommt und nicht oben links.
Denn wenn er oben links rauskommt, dann haben wir ein gewaltiges Problem. So, den packen wir mal dahin, den Häcksler. Der für den Fall der Fälle von zwei Seiten aus häckseln kann, quasi. Fällt mir ein, was soll ich damit? Erhöht die Reichweite und Saugkraft. Wir brauchten so einen Schwachsinn. Niemand! Niemand braucht mehr Reichweite oder Saugkraft. Die Reichweite und Saugkraft ist mehr als ausreichend. Guten Tag! So, ich glaube aber, damit sollten wir alle Moabs, die uns eventuell in den Weg kommen könnten, ausschalten. Und dann nur noch ein bisschen was gegen die einzelnen Bloons. Ich weiß nicht, ob da die U-Boote ausreichen. Ich vermute einfach mal, nein, tun sie nicht. Vor allem, weil da viele Keramikbloons kommen. Da sind die Kanonen wahrscheinlich nicht verkehrt. Ach du Scheiße. Da war eine Menge gerade. Das war eine Menge. So. Sieht zwar ganz gut aus. Dann holen wir uns einfach mal, weil, warum nicht? Wir holen uns einfach mal ein paar Kanonen noch. Ich meine, wenn wir damit ein paar Keramiks kaputt bekommen, bin ich auf keinen Fall traurig darüber. Denn Keramiks können ein großes Problem werden. Und das wollen wir nicht. Das sind einfach ein paar Kanonen. Ich habe heute meinen Kanonentag, okay? Mann, bombiger Tag. Ach du Scheiße. War eine gute Taktik. War eine gute Taktik. Hat sich ausgezahlt, möglichst viele Kanonen zu bauen. War eine gute Idee. Überhaupt nicht. Das war eine richtige Scheißidee. Okay, pass mal auf. Wir machen jetzt hier wieder so einen hin. Oh, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Das heißt, wenn wir den da am Start haben, ist das schon mal sehr, sehr hilfreich. Denn er kann alle, die zu weit vordringen, einfach zurückwehen. Und das finde ich sogar, von der Idee her, gefällt mir sogar so gut, dass ich mir noch einen zweiten zulegen will. Der auch alle, die zu weit vordringen, zurückwehen kann. Keine Regrow-Farmen, dankeschön. Ich bin nämlich kein großer Fan von Regrow-Farmen. Das ist nicht das, was ich gerade anstrebe, taktisch. Ja, sieht gut aus soweit. Sieht gut aus soweit. Ninja. Dich könnte ich eigentlich noch ein gutes Stück besser machen. Vielleicht sollte ich das auch. Vielleicht ist es aber auch scheiß teuer. Ey, ich glaube, ich mach's einfach mal. Du musst noch ein gutes Stück besser werden, mein Guter. Da hat sich Morb durchgeschlichen. Das war nicht gut. Entschuldige mal, mein lieber Häcksler. Darf ich in Erfahrung bringen, warum du... Okay, dann erhöhen wir mal eure Range. Denn ihr scheint aktuell nicht in dem Ausmaß zu funktionieren, wie ihr es eigentlich solltet. Ihr funktioniert nämlich nicht gut und ihr solltet eigentlich gut funktionieren. Ich denke, ihr seht ein gewisses Problem und hey, ich habe ein Level up. Was auch immer mir das noch bringen soll. Aber gut, wollen wir uns noch ein paar Ninjas, denn Ninjas sind der Shit. So, dann glaube ich, dass bei dieser Mission, was auch immer die wirkliche Schwierigkeit hier sein soll, dann glaube ich, dass hier nicht mehr so viel schief gehen kann. Bam! Der gute alte Ninja. Der gute alte Ninja. So haben wir hier. Hier haben wir noch Platz für ein U-Boot. So, das wittere ich doch. Jetzt habe ich sofort gesehen, dass da noch Platz für ein U-Boot ist. So. Okay. Runde 59 von 65. Camo-Bleibloons. Camo-Bleibloons. Okay. Dann machen wir eben den. Fucking Camo-Bleibloons. Was denkt ihr, wer ihr seid? Denkt ihr, ich kann nichts gegen euch machen? Hä? Das war gerade eben so scheiß knapp und mir ist immer noch nicht so ganz klar, wie es überhaupt geklappt hat, dass ich da jetzt gerade eben nicht gestorben bin. Wahrscheinlich waren es die Magier vielleicht mit ihrem Kettenblitz? Ich weiß gar nicht. Es war riskant. Sehr, sehr riskant. Was könnte ich jetzt noch Schönes machen? Okay, wisst ihr was? Falls jemand doch durchdringt, packen wir so einen Kollegen dahin. Der hat sich in der Vergangenheit auch nie wirklich als allzu großer Fehler herausgestellt, wenn er für den Fall der Fälle noch da ist. Und jeden, der denkt, er kann zu weit vordringen, ausschaltet. Ich glaube, alle Einheiten, die es schon seit einem älteren Bloons-Teil gibt, die sind hier... Die kann man nicht allzu weit upgraden. Seit dem ersten wahrscheinlich oder so. Ja, wobei, da gab es auch mehr als eine Upgrade-Stufe. Ich habe keine Ahnung, was die Challenge hier ist. Aber ein paar Einheiten sind auf jeden Fall ziemlich scheiße. Zu scheiße. Ach, du Kacke.
Was zum Teufel war da gerade los? Ich habe Angst. Komm schon, 2057. Ich brauche euch. Yeah. Auch Runde 65, Leute. Runde 65. Schaffen wir es? Oh, fuck. Es wird gefährlich. Ja, wird gar nicht so gefährlich. Ja, das war relativ geschmeidig, würde ich sagen. Ich würde sogar sagen, wir machen noch eine Mission. Einfach, weil es gerade schnell gegangen ist. Entringen Sie alle zu Knechten. Absolviere Mount Magma auf Schwierigkeitsstufe mittelschwer mit je nur einem vorhandenen Turm. Kein Affendorf, keine Nagelsperre oder Ananas. Okay. Das heißt, ich darf... U-Boot braucht ja nicht sperren, ich kann es eh nicht bauen. Das heißt, ich darf jeden Turm nur einmal bauen. Habe ich das richtig verstanden? Auf Mittel. Ah, der Pionier ist gesperrt für den Anfang. Nein! Was soll ich denn ohne meinen Pionier machen? Mein Pionier! Ich brauche den. Der ist unglaublich wichtig für mein Anfangsspiel. Naja, okay. Ich denke, der Kollege sollte seinen Zweck auch erfüllen. Der gute Ninja, der sollte seinen Zweck auch auf jeden Fall erfüllen. Der ist so ein bisschen teurer und kostspieliger. Aber ich werde ihn dann auch weiterhin behalten, weil... Was soll ich sonst machen? Ich muss ihn ja mehr oder weniger behalten. So. Sehr schön. Was haben wir denn da? Was ist das? Was zum Teufel ist das? Was ist? Blutsuntergangsgerät. Mit dem Blutsuntergangsgerät kontrollierst du vorübergehend einen Angriffssatelliten im Orbit, dessen Strahlen alle Bloons vernichten und auch Bloons der Moab-Klasse großen Schaden zufügen. Alter, okay. Manche Missionen hat man da unten ja so ein Special Agent. Ist auch eine Sache, der ich mal ein bisschen Aufmerksamkeit schenken sollte. Und verdammte Scheiße, das ist ein ziemliches Hardcore-Gerät, das ich hier zur Verfügung habe, scheinbar. Finde ich cool. Finde ich cool. So, und ich denke, gegen die Bleibloons werde ich mich einfach mal in der Mission für den Boomerang-Mann entscheiden. Denn der scheint mir eine gute Möglichkeit zu sein, um mit den Bleibloons fertig zu werden. Insgesamt könnte es auch eine interessante Challenge werden, wenn ihr mich fragt. Könnte interessant werden. Es könnte alles passieren und vor allem könnte eine Menge schief gehen, wenn es schlecht läuft. Okay, 145, dann kann er Bleibloons kaputt machen. Wundervoll! Das ging erstaunlich schnell. So, dann holen wir uns doch das für 240. Jeweils 7 Bloons platzen lassen, ist eine gute Anzahl. Verdammte Scheiße, du killst wenig, mein Freund. Nur du Bescheid weißt. Ich weiß gar nicht, was das bringt. Wirft scharfe, schnellere... Ach so. Dadurch wirft er seine Scheiße schneller. Okay. Das ist sicher sehr hilfreich. Ganz bestimmt. Ja, alle Bloons, die man einmal gesetzt hat, nicht Bloons, sondern Einheiten, die sind gesperrt. Das ist relativ interessant. Scharfschützen uns natürlich auch. Weil es geht ja nichts ohne den Scharfschützen. Ah, die Bananenplantage wäre nicht gesperrt gewesen. Shit. Hätte ich mal drauf achten sollen. Aber es ist auf Mitte. Das heißt, ich sollte es auch so irgendwie schaffen können. Hoffe ich. So, der Scharfschütze. Der könnte natürlich für den Fall der Fälle relativ hilfreich für uns werden. Wir haben nicht wirklich was gegen Moabs. Ich glaube, ich werde versuchen, den zu einem super Moab-Killer-Arsch zu machen. Ich glaube, das wäre ganz gut. Was die Frage aufhört, warum ich dann dieses Upgrade gekauft habe. Ich weiß es doch nicht. Ich kann es euch doch auch nicht sagen. So, hier. Müssen die hier vorbei? Ah, komm, wir bauen dich auch mal hier hin. Wir bauen dich mal hier hin. Oh, ich mag diese Map hier nicht. Die ist irgendwie... Ja, irgendwie ist die Map schon ziemlich cool, aber irgendwie vertraue ich der Map nicht. Irgendwie vertraue ich dieser Map nicht. Oh, jetzt hat er eine gute Range hier rein. Das hat was. Damit kann ich, glaube ich, arbeiten. Haben wir... Ja, wir haben was gegen die Bleibloons, okay. Wir haben ja den Boomerang-Mann extra dafür, um die Bleibloons auszuschalten. Das heißt, er sollte im Idealfall die Bleibloons ausschalten, denn das ist seine Aufgabe. Wenn nicht, hätten wir sogar noch den Scharfschützen. Ja, sieht gut aus soweit. Bam, Doppelschuss. Jetzt graden wir mal unsere Einheiten soweit ein Stück weit ab. Wobei der Boomerang-Mann relativ unnötig wäre eigentlich, aber hey. Ja, wobei hier in der Masse ist das vielleicht auch nicht verkehrt, was er da hat. Also seine Fähigkeit da drüben ist vielleicht für die Masse nicht verkehrt. Aber insgesamt ist er jetzt nicht so eine tolle Einheit hier. Wobei ich ihn ein bisschen stärker und günstiger gemacht habe und alles durch meinen Tempel. Da sollte ich auch mal den neuen wieder kaufen. Dieser verdammte Tempel.
die sind gerade ein bisschen zu weit vorgedrungen. Das war mir ein wenig unangenehm. Und ich mag es nicht, wenn mir Dinge unangenehm sind. So, Feuer. Yeah. Damit bekommen wir noch ein bisschen was kaputt. Und dann natürlich, was wir nicht vergessen sollten, essentiell wichtig, der Glue-Gunner. Denn der Glue-Gunner, der kann ja eine Menge Shit machen. Vor allem kann er eine Menge Bloons langsam machen. Und langsame Bloons sind gute Bloons, denn langsame Bloons können nicht allzu viel Widerstand leisten. Vor allem können sie nicht einfach so durchrasen. Und ja, ich meine, dass die Gegner hier, also die Bloons, dass sie in eine von den vier Ausgängen hier gehen können. Deswegen sollten wir versuchen, sie direkt in der Mitte schon auszuschalten. Und sonst werden wir Probleme bekommen. Auf jeden Fall möchte ich jetzt gerne 6 Bloons gleichzeitig langsamer machen können. Ja. Gut, 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 gut. Das gefällt mir soweit, das gefällt mir soweit. Dreimal so schnell. 2 Schichten pro Sekunde. Ich glaube, die linke Seite gefällt mir immer noch besser bei dem Kollegen. Ich glaube, die gefällt mir besser. Ja, und Scharfschütze werde ich, glaube ich, auch auf die linke Seite gehen, weil ich nicht mehrere bauen kann. Das ist ärgerlich. Das ist relativ ärgerlich. So, und ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, wäre die Fähigkeit von der Kanone, also der Moab-Killer, wäre vielleicht auch keine schlechte Investition für mich. Oder der Moab-Schläger für 3200. Damit könnte ich mir dann bisher nur Moab-Ärger ersparen. Und das wäre eine gute Sache, wenn ich mir Moab-Ärger ersparen kann. Oh, ihr verkackten Carbo-Bloons. Das war nicht nett. Okay, wir haben den Moab-Schläger am Start. Gut. So, gegen die... Wir haben noch keinen Magier gebaut. Das ist... ungewöhnlich. Brauchen auf jeden Fall einen Magier. Ganz klare Sache. Denn der Magier ist ein super Typ. So, Affensinn. Vor allem kann er auch gut was gegen die Masse austeilen. Und jeder, der gut was gegen die Masse austeilen kann, ist aktuell mein Freund. Und ja, wir gehen auf die rechte Seite mit dem Magier diesmal. Okay. Denk dran, wenn ein Moab-Arsch auftaucht, dann sofort das hier raushauen. Sofort das hier. Und dann sollten wir soweit ein Problem weniger haben. Das habe ich gerade gesagt, ich habe es nicht sofort gemacht. Ah! Die Upgrades sind alle ganz schön teuer inzwischen. Okay, wir holen das. Wir holen das, denn der Boomerang-Mann wird nützlich. Gott, bin ich froh, dass der Magier hier ist. Ohne den hätte ich jetzt Schaden genommen. Zählt mir nichts, er hätte sowas von Schaden genommen. Das glaubt ihr gar nicht. Das war eine Menge Schaden. Einfach so, Ablenkung. So, 2750, bam. Okay, ich glaube, gegen die Masse an Bloons sollten wir jetzt schon ein bisschen was aushalten können. Das ist gut. Oh, können wir gegen die was austeilen? Ja, können wir. Okay. Fällt mir soweit ein bisschen. So ein ganz kleines bisschen. Okay. Nimm dies, Moab-Arsch. So, 12.500 braucht er. Oh, ich hatte die Fähigkeit verschwendet. Ja, habe ich. Shit! Ich habe einfach nur wie wild da unten links draufgeklickt. Ich habe nicht drauf geachtet, wie viel von was ich habe. Oder wie viel Leben der Moab-Arsch noch hat. Ich habe einfach nicht drauf geachtet. Bam! Oh, fuck. Okay, Sniper. Ich will dir nichts vorschreiben, aber langsam sollst du dafür sorgen, dass wir genug Geld zusammenbekommen, damit ich das Upgrade holen kann. Langsam werden wir ein Problem bekommen. Wenn ich nicht langsam die Moabs besser ausschalten kann, dann werden wir ein gewaltiges Problem bekommen. Ach du Scheiße, ich lebe noch. Ich lebe noch! Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch lebe. Großer Gott. Großer Gott, okay. Okay, Moabs sollten wir soweit gut ausschalten können. Vor allem, das Teil haut hier guten Damage raus gegen die Moabs dann. So, du. Oder du. Ich weiß nicht. Wer von beiden hat die Upgrades mehr nötig? Ich glaube du, ehrlich gesagt. Ich glaube, du hast sie mehr nötig. Deswegen sollten wir uns darauf vielleicht konzentrieren. Ach du Scheiße. Ich habe Angst vor diesen Moabs. Die fette Rakete. Wie es aussieht. Wunderschön. Oh mein Gott, da fällt mir was ein. Oh mein Gott, wir können den Helikopter holen. Na fuck. Verfolgen bitte. Wir können einen Helikopter holen. Und der gute Helikopter sollte jede Menge Damage austeilen.
Ach du Scheiße, wir sind so am Arsch. Ich hab's überlebt. Was? Wie ich das überlebt? 17.500. Ja, ich sehe aktuell noch nicht, wie ich das Geld auftreiben soll. Ich sehe es aktuell noch nicht und das ist ein großes, großes Problem für mich. Denn ich würde das Geld sehr gerne dafür auftreiben. Aber ich weiß nicht wie und von wo. Und das muntert mich nicht gerade auf. Wobei der Helikopter auch so relativ gut killt aktuell, aber nicht gut genug. 17.500 ist aber auch so unverschämt teuer. Wie soll ich das zusammensparen, Arschloch? Ich hab keine Ahnung. Fuck. Fucking, fucking, fuck. Ich hätte dieses komische Teil da setzen sollen, das hier. Was, wenn ich das einfach so jetzt setzen würde, dann sage ich Bäm. So. Bäm. Das kann ich so oft machen, wie ich will. Sehe ich das gerade? Okay. Okay, hätte ich das früher gewusst, hätte das auch einiges geändert. Würde ich sagen, es hätte einiges geändert. Okay, so, du kommst dahin. Bäm. Und dann als Anfangseinheit nehmen wir wieder... Ne, diesmal nehmen wir den Boomerang, Mann. Nein, ich will den Ninja als Anfangseinheit. Machen wir uns nichts vor, der Ninja ist cooler. Und wieder alles von vorn. Ist es nicht schön, wenn jeglicher Fortschritt verloren gegangen ist, wenn man alles wieder von vorn anfängt. Jedes Mal aufs Neue ein ungeheuer schönes Gefühl. Wo ist meine Cola? Da ist sie ja. Mhm. Nehmen wir einen kürzlichen Schluck Cola. Bam. Ninja-Disziplin. Nächste Runde bitte. So. Das ist eine gute Arbeit, mein Ninja-Freund. Bam. 4 Bluts gleichzeitig. Bringe sie alle um. Ich befehle es dir. So, dieses Teil könnte ich dann also in einer Runde, die mir nervig zu sein scheint, einfach so in die Mitte da reinpflanzen. Einfach so, bam, und dann. Ja. Cool. Wird sogar halbwegs schnell regeneriert. Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass wir da so ein Teil am Start haben, das wir eventuell verwenden können. Ich meine, es scheint mir eine relativ starke Einheit zu sein. Vor allem bei ein paar ganz speziellen Runden ist vielleicht nicht verkehrt, das einzusetzen. Ja. Oder dann, wenn man schon ein paar Mobs oder so ein Shit sieht, kann sich da denken, hey, vielleicht ist der Strahl jetzt nicht verkehrt. Würde natürlich wesentlich mehr bringen, wenn ich mir irgendwann mal gemerkt hatte, in welcher Runde was kommt. Abgesehen von 24 und 28. Wenn ich das wüsste, wäre das Teil sogar noch hilfreicher, wenn man es dann effektiver einsetzen könnte. Naja, was soll's. So, Ninja. Weißt du was, Ninja? Ich werde dich jetzt noch weiter upgraden. Ich glaube, ich hatte gerade eben auch zu viele wirklich unqualifizierte, gute, schlechte Einheiten. Zu wenige Upgrades, ist das, was ich damit sagen will. Und dann sollst du jetzt was ändern, mein Ninja. Ändere was daran. Kannst es. Und zwar, indem ich dir die beste Ausbildung zukommen lasse, die mir möglich ist. 2700 kostet sie. Aber weißt du was? Du bist mir wert, mein Ninja-Freund, du bist mir wert. Außer hast du ein cooles Bild da unten links. Das gleiche wie da im Rahmen. Wahnsinn. Naja. Ah, die Frage ist, was könnte ich sonst noch für Einheiten bauen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, der Scharfschütze ist wieder mal nicht unbedingt die verkehrteste Wahl. Weil für eine einzelne... Ja, wobei, ich könnte auch den Helikopter wesentlich früher bauen. Denn der Helikopter, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ah, der ist scheiß stark. Oder das Flugzeug. Davon könnte ich eine günstigere Variante machen. Nämlich die, wie soll ich sagen, die ganz linke Variante, wenn ihr wisst, was ich meine. Warum die ganz linke Variante? Die verdammt nochmal. Ups. Komm schon. Komm schon. Beeil dich. Todesstrahl. Alter. Der Todesstrahl. Der ist stark. Verdammte Scheiße, das war echt stark. Genau, ich kann den Flugzeug, ein 2-3 Flugzeug oder so machen. Das wäre nicht die verkehrteste Sache. Damit könnte ich nämlich eine Menge loswerden. Oder... Wir bauen so ein richtiges Arschloch-Flugzeug. Erstmal machen wir natürlich den... Nicht den Kreis. Na, der Kreis scheint mir gut zu sein.
Wollt ihr mich verarschen gerade? Nein! Los, Kanone! Töte! Töte, Kanone! Töte! Töte alle, die sich dir in den Weg stellen! Au! Fuck! Okay, das ist nicht so gut gelaufen, man führt sich's vor. Das ist nicht so gut gelaufen. Das ist nicht so gut gelaufen. Aber okay, kommen wir hin. Kommen wir alles noch hin. Vor allem habe ich mir gerade Gedanken gemacht, was ich mit dem Flugzeug machen soll. Dann kommt so eine Scheiße wie die komischen Bleibloons. Ganz vergessen, dass die nicht nur in einer Runde kommen, aus irgendeinem Grund. Das war dumm. Das ist eine Sache, die man nicht vergessen sollte. So, schießt häufiger Pfeile. Und stärkere Pfeile. Na, machen wir das. Weißt du was, danach versuchen wir wieder das andere Upgrade, liebes Flugzeug. Ich glaube, es war auch nicht komplett verkehrt. Kanone, du wirst natürlich zu einem Moorabschläger für den Fall der Fälle. Für den Fall der Fälle. Und wir dann den Moorab kaputt machen können. Denn die können ein großes Problem werden. Und ist kein Witz. Ich mag die Moorabs nicht. Moorabs sind scheiße. Deswegen wollen wir die so schnell wie nur irgendwie möglich loswerden. Ich glaube, Camo Bleiblutz würde mich auch ziemlich hart zerstören, wenn sie auftauchen würden aktuell. Das ist auch kein schönes Gefühl. 18.000, okay. Killst du wenigstens jetzt ein bisschen? Na, ein bisschen. Ein bisschen killt er ja. Ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. So, Reißnagelwerfer, bringt der überhaupt irgendwas? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ha. Die Frage, die ich mir am meisten stelle, ist, wie weit könnte ich jetzt aktuell sparen, ohne jetzt noch allzu viel in andere Einheiten zu investieren? Ich glaube nicht allzu viel. Na ja, komm, wir machen das. Und wenn der erste Moorbarsch auftaucht, wo ich mir diesmal auch merken werde, in welcher Runde, dann können wir irgendwas Fieses einsetzen. Komm schon. Behalt euch. Ich muss Geld sparen für mein Superflugzeug. Wenn das Superflugzeug da ist, dann habe ich alles geschafft. Superflugzeug, wir warten auf dich. Superflugzeug, wir warten auf dich. Superflugzeug, wir warten auf dich. Superflugzeug, wo bist du? Okay, komm schon. Ja, verdammte Bleibloons, du bringst 4.200. Okay, ihr bringt knapp 9.000. Okay. Das bedeutet, ich muss diese Runde hier jetzt irgendwie überstehen. Und dann... Ups. Sollten wir es im Großen und Ganzen geschafft haben. Denn dann kann ich einfach all in gehen. Und dann kann ich sagen... Fick dich. Fick dich. Hallo. Und dann sagen wir, fickt euch alle. So. Und dann genießen wir unsere Zeit hier ein bisschen. Während das Flugzeug, welches natürlich konstant noch, das darf nicht vergessen werden, noch konstant Ananasbombe abwirft, während das alles kaputt... Ich hätte hier auch einen Supermonkey bauen können. Ja, daran hätte ich auch mal früher denken können. Na, was soll's. So, dann holen wir uns den Helikopter hier, weil warum nicht? Dann schauen wir, was wir sonst noch Cooles draus machen können. Bekommen wir die 17.500 noch zusammen? Wahrscheinlich. Halt die Moabs mehr aus, als ich erwartet hätte. Sowas von. Okay. Wir werden ein großes Problem bekommen, wenn der andere Moabarsch auftaucht. Das war, also der größere, der rote. Ich habe seinen Namen vergessen. BFB. BFB war, glaube ich, der Name. Wenn der BFB-Arsch auftaucht, dann werde ich ein großes, großes Problem bekommen. Denn darauf war ich nicht vorbereitet. Shit. 17.500 bräuchte ich. Okay. Komm schon, die bekommt ihr doch down. Komm schon. Yeah. Jetzt komm schon, ich brauche die 17.500. So viel ist das nicht. So viel ist halt wirklich nicht. Täuscht mich nicht. Sollten wir noch halbwegs schnell zusammenbekommen. Komm schon. Wenn was Zuschlimmes auftaucht, habe ich noch das Teil da links. Yeah. Wir haben sie gleich, die 17.500. Komm schon. Ich glaube, der Sniper wäre hier in der Mission hilfreich. Oder bei meiner Aufstellung hier. Bam! Okay. So, wisst ihr was? Wenn das jetzt nicht reicht, um alles zu zerstören, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich meine, schaut euch die beiden an.
Sie sind die Könige der Luft. Könige der Lüfte. Ich weiß nicht, welcher von beiden stärker ist. Alle sind beide ziemlich cool. Also, wenn es darum geht, wer der coolste ist, dann gewinnen beide. Und sie können sogar Carbo Bleibluns zerstören. Fickt euch, ihr Carbo Bleibluns. Und das? Alter, ich dachte, es wird zum Problem. Aber ich habe mich getäuscht. Okay. Machen wir weiter. Seht ihr, so kann man so eine Mission auch ganz geschmeidig schaffen. Manchmal ist es auch nicht verkehrt, wenn man relativ früh schon anfängt, auf sowas wie ein Flugzeug zu sparen. Wie wir heute gelernt haben. Denn wenn ihr es schafft, es verhältnismäßig früh zu bauen, was jetzt bei mir nicht mehr so stark der Fall war, aber trotzdem, dann seid ihr gut am Start. Und ihr seht, bis Runde 65 wird kein Gegner auftauchen, der was gegen uns machen kann. Was aber daran liegt, dass ich zusätzlich noch einen Helikopter hätte. Hätte ich, glaube ich, nur das Flugzeug, dann wäre es, glaube ich, problematisch. Ja. Ach, jede Einheit nur einmal. Ich brauche nur zwei Einheiten. Spiel. Okay, gut. Passiert hier noch was, oder? Ne, wisst ihr, was wir jetzt noch machen? Wir machen jetzt noch den hier, um die Gegner endgültig zu zerstören. Zap, sage ich. Okay, ich weiß nicht, ob ich das ohne meinen Zap jetzt geschafft hätte. Und meinen lieblichen Strahl. Nicht, dass man so anmerken darf. Aber hey, wir haben zwei Random-Missionen geschafft. Das heißt, wir haben schon 6 von 250. Hey! Und ich könnte hier nochmal eben reinschauen. Was will ich da kaufen? Ich weiß, dass das Affendorf da nicht gibt. Das war nur ein Missverständnis. Ja, Magier, was stimmt damit nicht? Die Reichweite um 10%. Zeug 3 weitere kleine Wirbelstürme mit jedem normalen Wirbelsturm. Was, wenn ich keine Wirbelsturm-Magier will? Das ist eine gute Frage. Ninjas, was konntet ihr denn? Lässt sich Shuriken viel länger halten und dann schaffe... Ach ja, die Ninjas hatten eine Scheißfähigkeit. Die wollte ich ja nicht. Ich erinnere mich wieder, deswegen habe ich aufgehört, die abzugraden. Was haben wir sonst noch? Hubschrauberhangar. Mit Reichweite. Im Verfolgermodus fliegt der Hubschrauberpilot viel schneller. Erhöhte Reichweite bringt beim Helikopter auch nicht wirklich viel. Weil ich die Reichweite von ihm nie wirklich benutze. Wie wäre es mit U-Boot? Was bekommen die U-Boote am Ende? Das so nah abgetauchte U-Boote versetzt nachwachsende Bloons in Schock und verwandelt sie zu normalen Bloons. Lässt Luftdetonationspfeile in 4 statt 3 aufteilen. Das ist ziemlich stark. Wisst ihr was? Wir holen uns als nächstes jetzt die U-Boote. Weil, warum nicht? Irgendwas muss ich mit dem Scheißgeld auch machen. Okay, und wir jetzt ganz weiter geht's immer noch nicht zu hart von Bloons Tower Defense 5. Gute Nacht.